Gut, ihr lieben Makerlein, wie ihr sehen könnt, habe ich hier einen zerlegten IKEA-Lacktisch vor mir liegen, inklusive ein paar gedruckter Teile und ein paar Plexiglasplatten. Und ich baue heute mit euch zusammen ein IKEA-Lack-Enclosure für den Prusa i3. Einige von euch haben in Discord den Wunsch geäußert, dass ich mal ein Projekt in den Videos aufnehme, das man zu Hause leicht nachbauen kann und was auch relativ preisgünstig ist. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, okay, prusaprinters.org hatte letztens einen Blogbeitrag verfasst, wie sie ihren i3 entsprechend in einen Enclosure gepackt haben. Das fand ich insgesamt eine super Idee und die möchte ich mit euch jetzt genauso umsetzen. Dafür habe ich mir jetzt zwei IKEA-Lacktische besorgt. Einen habe ich da hinten schon zusammengebaut. Da steht aktuell der Prusa drauf. Ich habe die ganzen Dateien von Thingiverse ausgedruckt. Die Links dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Was jetzt hier noch fehlt, sind die schwarzen Teile für das Heizbett und für den Netzteilersatz, also zur Stabilisierung des gesamten Rahmens vom Drucker, wenn das Netzteil nicht mehr montiert ist. Die habe ich bereits am Drucker verbaut, packe ich euch aber trotzdem noch einen Link in die Videobeschreibung, wo ihr die zum Downloaden findet. Genau. Was ich jetzt bereits schon vorbereitet habe, ist, dass ich hier oben ein Loch ziemlich zentral gebohrt habe und die ausgedrückte Filamentführung entsprechend eingesetzt habe. Und ich habe den Stopper für die Tür schon entsprechend montiert. Und dann fangen wir auch gleich mit dem Zusammenbau an. Denn als erstes müssen hier die Eckteile dran geschraubt werden. Das sind die hier. Da sind an jeder Ecke sind Aussparungen für die Plexiglasplatten dran. Und wenn man die befestigt hat, nein, das kommt darüber, das kommt dahin. Und wenn man die befestigt hat, kann man dann die ersten Plexiglasplatten einsetzen und natürlich auch die Beine festschrauben. Und dazu nehme ich mir jetzt hier mal den Schraubenzieher, den entsprechenden Bit habe ich mir hier bereitgelegt. Und wir schrauben das jetzt einfach mal fest. Bei der Ausrichtung ist eigentlich nur zu beachten, dass hier vorne die zwei Teile mit den Scharnieren entsprechend nach vorne zeigen. Also passend dazu, dass die Türen jetzt so mit einem Winkel nach außen aufgehen können. Und weiter ist da, glaube ich, nichts großartig zu beachten. Als nächstes machen wir mit den Tischbeinen weiter. Die Füße hier unten drunter, die dann später auf die entsprechenden Counterparts quasi auf dem anderen Tisch quasi passen sollen, die schrauben wir ganz am Schluss an, weil da muss man ein bisschen auf die Anordnung von den Füßen entsprechend achten. Da gibt es einen Fuß, der hat hier so eine Durchreiche für die Kabel hinten. Der muss also, ich glaube, hier hinten in die Ecke irgendwo in die Richtung. Deswegen schrauben wir die am Schluss ein. Und in diesem Sinne schrauben wir das Ganze jetzt einfach mal an. Dafür brauchen wir einen anderen Bit und andere Schrauben. Der kann erstmal weg. Genau, wir brauchen den hier. Die kleineren Schrauben. Ja. Die Löcher habe ich vorher schon mal angepiekst, damit die auch entsprechend passen. Und dass ich da relativ einfach reinkomme in die Löcher und die Schrauben relativ einfach festschrauben kann. So, genau. Ja. Wie sieht es bei euch aus? Gefällt euch so ein Thema? Habt ihr selbst euch schon mal ein Enclosure gebaut? Habt ihr vielleicht noch ein paar Tipps, was man darauf achten muss? Habt ihr vielleicht schon mal die MU eingebaut oder die Palette oder sowas in der Richtung? Habt ihr da irgendwelche Dateien, die ihr mit uns teilen könnt? Schreibt es mal unten in die Kommentare, würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht. Und stimmt, nicht vergessen, auf jeden Fall Daumen hoch geben bei dem Video, wenn es euch gefällt. Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Denn es stehen noch ein paar coole Videos an, zum Beispiel über den Zesty Nimble. Hört sich komisch an, ist aber ein cooles Teil für einen 3D-Drucker. Ist ein sogenannter Remote Direct Extruder. Das heißt, man befestigt den Motor am Rahmen von dem Drucker und dann wird über einen flexiblen Carbon-Schaft quasi, wie beim Schraubenzieher, wenn man um die Ecke schrauben will, da gibt es auch diese biegsamen Schäfte halt entsprechend. Und genau so ein Teil ist es auch, nur halt komplett weitergedacht
für einen 3D-Drucker mit einem entsprechend langen Schaft, dass man auch wirklich in jede Ecke kommt. Und das Ding ist jetzt endlich bei mir aufgeschlagen, hatte ich über die Webseite von dem Anbieter entsprechend vorbestellt. Und finde ich, ist eine coole Idee, mache ich auch noch ein Video drüber, wird demnächst kommen. Und deshalb, wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, genauso wie dieses hier, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann kriegt ihr automatisch eine Benachrichtigung, wenn so ein neues Video rauskommt. Genau. Die Teile hier hatten wir jetzt schon überlegt, in der Schule welche zu bauen. Das ist, glaube ich, mal ein recht cooles Projekt für die Schüler. Wer das noch nicht mitbekommen hat, was das mit der Schule zu tun hat. Nein, ich gehe nicht zur Schule. Das ist ein Projekt von Mekorama in Zusammenarbeit mit einer Stiftung, die wir hier für uns gewinnen konnten, mit der wir quasi in der Schule hier in der Nähe ein 3D-Druckprojekt aufgezogen haben. Und in diesem 3D-Druckprojekt, lernen die Schüler mit dem 3D-Drucker umzugehen, lernen, wie sie Objekte gestalten können mit Tinkercad und vielleicht später auch mit Fusion 360 und wie sie denn von der Idee bis zum fertigen Ausdruck entsprechend, wie diese ganze Kette halt entsprechend funktioniert. Und ich glaube, das ist eine ganz coole Sache, weil da alle Seiten noch ein bisschen mitlernen. Wir selbst lernen auch mit, wie wir am besten sowas rüberbringen. Und das ist eine ganz coole Geschichte. Und die haben auch von der Stiftung 4 Prusa E3 MK3 bekommen. Die werden jetzt nach und nach noch auf MK3S abgegradet. Und da sind wir uns natürlich auch im Überlegen, ob wir denn dafür noch Enclosures bauen. Also sprich, für jeden Drucker einen schönen IKEA-Schrank, für jeden Drucker einen schönen IKEA-Lacktisch als Enclosure zum drüberstülpen. Muss man mal gucken, wie wir das hinkriegen, ob das denn gewünscht ist von der Schule. Aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall ein cooles Projekt, um das durchzuziehen. Genau. So. Und da wären wir schon beim letzten im Bunde. So, der letzte im Bunde. Und dann können wir anfangen, die Plexiglasplatten einzubauen. Wie gesagt, den Link zu dem Anbieter, bei dem ich die bestellt habe, das war noch mit einer der günstigsten, den packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ich glaube, das war plattenzuschnitt24.de, also fürchterlich langer Name, aber die haben relativ schnell und präzise die Dinger geschnitten, waren sehr, sehr günstig und ich habe nichts zu beanstanden jetzt bei denen, von daher, ich bin positiv überrascht. Es gibt natürlich noch andere Anbieter im Internet, allerdings ist mir jetzt keiner über den Weg gelaufen, die jetzt wirklich günstiger waren oder so. Es gibt wohl 2, 3, haben sich bei uns im Discord schon ein paar Leute gemeldet, wo das dann noch günstiger sein kann. Aber da könnt ihr bei uns im Discord-Channel mal nachfragen. Vielleicht gibt es da noch den einen oder anderen, der dann noch einen Tipp hat für euch. Da einfach auch mal dem Server joinen. Ist kostenlos für euch und bringt euch nur einen Mehrwert. Genau. So, die Beine sind krumm und gerattelig dran, aber das ist egal. Das zieht sich gleich nochmal glatt. Da ist vorne, das heißt, da kommt die erste Plexiglasplatte hin. So. So, genau richtig. Und dann muss ich kurz überlegen, ich stülpe das Ganze so rum, das heißt, dahin kommt der Fuß mit der Aussparung für die Kabel. Man sieht jetzt hier, in der Kamera sind Aussparungen drin, damit man die Kabel unten durchlegen kann. Denn das Netzteil muss ja verlegt werden, damit das nicht im Gehäuse drin ist, sonst überhitzt das Ganze. Und das ist an der Unterseite vom Tisch befestigt. Und damit die Kabel auch irgendwie wieder in den Innenraum zum Drucker kommen und der entsprechend mit Strom versorgt wird, mal gerade den Bit tauschen, der passt nämlich jetzt nicht mehr, müssen die Kabel halt auch irgendwo durchgeleitet werden. Und da hat sich der Erfinder der ganzen Sache gedacht, jo, dann machen wir das hier in dem einen Fußteil. Das ist eine ganz praktische Geschichte.
Die Schrauben, die ich jetzt hier für die Füße und auch hier für die Befestigung der Eckteile an der Oberplatte benutzt habe, das sind 6x30 Schrauben, Holzschrauben. Das da unten sind 6x50 Schrauben. Das waren die einzigsten, die ich nachkaufen musste. Ansonsten die Schrauben für hier vorne, um die Beine festzuschrauben, die hatte ich schon hier vorrätig gehabt. Müsst ihr gucken, ob ihr sowas da habt. Falls ja, spart ihr euch den Gang in den Baumarkt. Aber die hatte ich jetzt, die M6 Schrauben hatte ich jetzt persönlich nicht da, deswegen musste ich nochmal welches nachkaufen gehen. So, dann ist clevererweise das Teil hier entsprechend das Gegenstück der gegenüberliegenden Ecke. Genau. Super. So. So, dann kommt jetzt die nächste Plexiglasplatte dran. Mal gucken, wie ich die jetzt da reinkriege. Nee, das schraube ich nochmal los kurz, bevor mir das kaputt geht. Genau. Ah ja. Okay, da ist mir schon das erste Teil gerissen, das muss ich dann später nochmal nachdrucken. Aber ja, shit happens. Gut. Ah, nein, das ist das falsche Teil. Das hier ist das richtige. Gut. Ja, und ich habe mal wieder was vergessen. Dann nehme ich das Scharnier für die Tür. Das vergisst man gerne mal. Ist ja auch schon zu recht relativ später Stunde. So, das bedeutet, die beiden Türscharniere sind jetzt vorhanden. Dann kommt jetzt da drüben das Teil wieder los. Ich merke gerade, dass die Dinger relativ scharf sind. Und das nicht gerade schön ist hier an den Kanten. Aber man muss die Dinger ja nicht rumschleppen großartig, sondern stülpt mal einmal drüber und dann ist gut. Und es wird ja auch nicht jeden Tag umgezogen. Bei uns geht es jetzt auch mit auf die Messe. Hier auf die Gewerbeschau in Kelkheim hier. Wo wir dann vor Ort direkt als Aufsteller mit dabei sind. Weil wir halt auch hier Gewerbe ansässig sind. Ja, genau, das müsste so da dran kommen. Schraube noch dran. Und dann sind wir schon fast fertig. Da muss nur noch die Tür rein. So. Ja. Genau, dann müssen nur noch die Türen rein. In der Hoffnung, dass das jetzt geht, ohne irgendwas zu zerbrechen. Oh. Öffnet, schließt, passt. Super. Das gleiche jetzt nochmal mit der anderen Tür. Oh, mal schauen, kriege ich das hin? Das ist hier so ein bisschen eng geraten. Ich weiß nicht, wieso das jetzt so
eng sein musste. Wahrscheinlich, damit es nicht so schnell rausfällt. Allerdings habe ich jetzt hier Angst ein bisschen. Ich mache es mal gerade wieder locker. Habe ich jetzt hier ein bisschen zu viel Angst, dass mir das Teil kaputt geht. Ich werde jetzt einfach mal Trick 17 machen und werde hier das Teil wieder lösen. Das mal da rausnehmen, weil das ist... Und das lässt sich ein bisschen leichter montieren. So. So. Ja. So ist das eine saubere Geschichte. Und dann... Genau. Die Türen sind auch ausreichend voneinander entfernt. Jetzt kommen hier nochmal abschließend die zwei Griffstücke dran, in der Hoffnung, dass das dann noch passt. Ja, das passt, super. Das auch relativ. Okay, den muss ich nochmal ein bisschen gerade machen. Ein bisschen gerade biegen. Aber... That's it. Abschließend gibt es jetzt für euch noch mal ein paar Aufnahmen von dem Enclosure über dem Drucker, wenn der Drucker schon entsprechend aufgebaut ist und wie er bei uns hinten in der Ecke steht. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, happy printing!